willkommen zu einem weiteren Was ich an einem Tag esse Video. Und es gibt heute mal wieder Brokkoli. Der ist schon hier und dünstet. Und das ist soweit gut. Darüber hinaus das übliche, das sind Haferflocken mit Leinsamen, 2 Teelöffel einer Paranuss, Zimt, Wasser. Und hier haben wir schon durchgelaufenen Kaffee und ich war noch nicht auf der Waage. Mist. Gehe ich jetzt und blende ich jetzt ein. Bis später. Tada! Frühstück Nummer 1, ganz viel Brokkoli. Frühstück Nummer 2 saugt sich hier gerade mit Wasser voll und wird nachher mit Obst abgerundet und ergänzt. Und das ist Frühstück Nummer 2. Haferflocken mit zusätzlich noch einer Banane und obendrauf Granatapfelkern. Das war's. Es ist, was haben wir denn, 12.30 Uhr ungefähr. Ich war heute Morgen in der Uni und jetzt bin ich wieder zu Hause und koche. Und da köchelt Hirse, hier Zucchini. Und ich habe auch heute Morgen schon schwarze Bohnen gekocht, die ich damit kombinieren werde. Und das wird dann Mittagessen sein. Einfach, aber lecker. Ja, bis später. So, fertiges Mittagessen. Das ist ein ziemlicher Berg. Ich hoffe, ich kriege das alles auf. Weil es ein bisschen dauert, bis ich Abendessen kriege. Ich schreibe heute Abend noch um 18 Uhr eine Klausur. Ich weiß nicht, ob ich was dafür vorbereiten muss, fürs Abendessen noch, dass ich auch rechtzeitig alles da habe. Spätere Sorge. Das esse ich jetzt und danach wahrscheinlich eine Banane zum Dessert. Es ist, oh Gott, 18.30 Uhr ungefähr. Es ist jetzt nach der Klausur. Ich bin am Kochen. Und zwar habe ich hier jetzt eine Gemüsepfanne. Mit Brokkoli, Frühlingszwiebeln, Petersilie, Paprika, eine Möhre ist noch mit drin. Und ich habe heute Nachmittag Reis vorgekocht, den ich da gleich untermischen werde. Und ich habe auch immer noch schwarze Bohnen im Kühlschrank, die ich ebenfalls untermischen werde. Und dann soll das Abendessen gewesen sein. Und mit Sicherheit gibt es auch noch Dessert. Aber das zeige ich euch alles später nochmal. So, und das ist das Ergebnis. Ich habe da noch ein bisschen Hefeflocken drauf gestreut. Und das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich kriege das alles auf. Wenn nicht, habe ich überschüssige Kalorien rumliegen oder so. So, das hat also nicht geklappt. Ich ziehe ein Viertel von allem, was ich in Chronometer eingegeben habe, wieder ab und esse jetzt aber noch eine Banane. Und das war's. So, kommen wir zur Chronometer-Auswertung dieses ziemlich zufriedenstellenden Tages, würde ich sagen. Gesamtkalorien waren 2102 und ich habe, wie ich euch gesagt habe, wieder eine funktionierende Küchenwaage. Daher war alles exakt abgewogen. Und ich esse, ob ich es abwiege oder ob ich es schätze, ungefähr dieselben Kalorienmengen. Und ja, bestätigt meine vorherige Aussage, dass ich mich da nicht verschätze, wie von anderen Zuschauern vermutet wurde. Das waren 14,1% Eiweiß, 9,7% Fett, Rest Kohlenhydrate. Heißt, ich habe mich so ungefähr ernährt wie die Zimane in Bolivien und damit wahrscheinlich mit auch die gesündesten Arterien der Welt. Das Fett, was ich gegessen habe, waren 2,7 Gramm Omega-3s, 6,2 Gramm Omega-6. Das war ein Verhältnis von 1:2 und damit Bombe. Eiweiß waren 87,8 Gramm. Das waren dann ungefähr 1,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Auch das war fantastisch. Mit einem Blick auf Methionin sehen wir, dass ich 1,3 Gramm Methionin gegessen habe. 0,9 Gramm sollte ich essen. Das war ja dann schon fast zu viel. Weil Methioninrestriktion zu längerem Leben und besserer Gesundheit führt. Genau wie Kalorienrestriktion. Aber normalerweise isst man als Veganer eh ziemlich wenig Methionin, weil Methionin auch vor allem im Fleisch drin ist. ich bin damit zufrieden. Besser so als andersrum. Vitamine waren auch alle schön. Nochmal für alle Leute, die nicht alle meine Videos gucken. Vitamin B12 supplementiere ich. Vitamin D synthetisiere ich mit der Sonne. Alles war ansonsten
Gut, Vitamin E waren 71%. Das war ziemlich gut für eine nussfreie Ernährung. Und der Großteil daraus kam aus Brokkoli. Ein bisschen auch aus einer Paprika. Also beides ist, was Gemüse angeht, eine relativ gute eine relativ gute Vitamin E-Quelle. Die Mineralstoffe waren auch schön. Calcium war fast bei 1000 Milligramm. Kupfer, Eisen, Magnesium, Mangan, Phosphor, Kalium und Selen. Alle toll da. Salz habe ich mal wieder nicht mitgerechnet. Und Zink war auch super. So, genau so geht optimale Ernährung in meinen Augen. Ich habe mittlerweile raus, was ich essen muss, um auf sowas zu kommen. Das bedeutet hauptsächlich Gemüse plus eine Stärkequelle plus Hülsenfrüchte in jeder Mahlzeit außer dem Frühstück. Und das mache ich eigentlich immer so. Und das ist das, was ich halt, wenn ich es nicht messe, ich habe es ja gestern auch nicht währenddessen überblickt, was der Chronometer da so mitrechnet. Ich weiß, dass ich damit auf die Werte komme, die ich haben will. Und nach diesem Schema kann ich mich immer gut orientieren. Also, dass ich halt einfach sage, okay, Frühstück ist Gemüse plus Haferflocken, Mittag- und Abendessen ist Gemüse plus eine Stärkequelle plus Hülsenfrüchte. Und Hülsenfrüchte sind absolut essentiell und entscheidend innerhalb einer veganen Ernährung, sowohl für Eiweiß als auch für die Mineralstoffe. Ja, das war dann also das für dieses, was ich an einem Tag esse, Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, dann abonniert mich. Ansonsten sage ich ciao, bis bald, eure Silke.